Ja, es ist Montag und es ist auch schon mittags, also es ist wirklich schon spät, also nachmittags. Es ist Viertel nach drei. Ja. Was macht ihr denn die ganze Zeit eigentlich? Was ich mache, kann ich euch sagen, ich habe echt viel gearbeitet. Momentan ist wirklich richtig viel. Dann kommen wir kaum zum Luft holen. Geschweige denn dazu, mal den Bonbon mal in Ruhe auszulutschen. Und trinke momentan auch immer nur Malzkaffee. Mal wieder. Und bin sehr müde, weil ich sehr, sehr viel unterwegs war. Am Wochenende war es auch sehr exzessiv. Aber alles gut, aber trotzdem war es exzessiv. Aber es ist schön, weil ich war am Wochenende bin ich auch wirklich noch ziemlich versackt und war dann irgendwie erst um 6:30 oder sechs oder sowas irgendwas zu Hause, weiß ich gar nicht. Aber es war sehr, sehr spät am Samstag. Und trotzdem bin ich sehr stabil. Und ich wundere mich ein bisschen. Ich bin natürlich jetzt sehr glücklich, dass ich stabil bin, aber es ist halt schon sehr spannend mit der Stabilität. Und hinterfragt natürlich auch, woran das liegt. Ne? Aber das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Also eigentlich für alle Menschen, sich zu hinterfragen. Aber für Depressiven ist das natürlich auch eminent wichtig, herauszufinden, was geht denn eigentlich ab? Warum geht das ab? Und habe ich irgendeine Möglichkeit, das zu ändern? Oder möchte ich es vielleicht nicht ändern? Ne? Also weil gerade jetzt sagte mir neulich jemand, ich sei ja sehr stabil seit einigen Monaten. Und Monate, Wochen. Auf jeden Fall bin ich stabil. Und ich versuche herauszufinden, woran das liegt. Ich glaube, es liegt in erster Linie daran, dass ich sehr, sehr viele sehr viel Arbeit momentan habe und sehr, sehr viele Sachen habe, die immer wiederkehren. Sehr viel Spaß natürlich auch. Es ist auch so, dass viele Sachen auch ein bisschen erfolgreicher sind. Es ist nicht mehr so ganz der Kampf gegen Windmühlen, wie es früher mal war. Und dass ich mich dann irgendwie alle 5 Tage fragen muss, ob ich das wirklich machen will mit der Kunst oder nicht doch vielleicht noch lieber Versicherungsmakler werde, ne? So eine Lehre zum Versicherungskaufmann, die kann man ja immer noch mal abschließen. Und nee, es ist momentan echt ganz angenehm. So. Und ich habe das ja früher immer schon gesagt, wenn man viel, viel arbeitet, dann erreicht man auch irgendwas. Und wenn man halt den ganzen Tag irgendwas tut, dann muss halt irgendwann auch mal was dabei rauskommen. Ne? Das ist so, denke ich mir immer. Jetzt ist es auch tatsächlich so, dass mal was dabei rauskommt. Und das ist ja schon mal ganz angenehm. Ne? Also wenn man jetzt mit der Booking-Agentur habe ich euch erzählt und jetzt haben wir momentan auch ganz, ganz viele, 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 viele Sachen, wobei ich mich jetzt auch echt beeilen muss. Ich muss morgen meine Steuern machen. Das wird noch ein ganz wilder Ritt, vielleicht mache ich auch heute Abend noch. Und das ist, ich bin auf dem letzten Drücker, muss ich gestehen, vollkommen verpennt, den ganzen Kram wieder. Obwohl ich noch gedacht habe, als ich die Ermahnung bekommen habe, ach ja, habe ich noch einen Monat Zeit. Und der Monat ist irgendwie schon wieder rum. Gut, das Solo-Programm lag noch dazwischen und das ist halt auch wichtig und auch andere Kram. Aber es ist, naja, vielleicht mache ich das heute Abend oder morgen. Nein, ich muss noch gucken. Irgendwann muss ich es machen, weil ich muss am Mittwoch abgeben. Harakiri. Wird schon schief gehen. Mach mir keine Gedanken. Aber ich kriege das ja immer irgendwie hin. Ja. So, was wollte ich noch sagen? Ich wollte eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Ich wollte nur sagen, dass es wichtig ist, sich zu hinterfragen. Und ich das, wenn ich da Kurse geben würde oder könnte, dann würde ich damit immer anfangen. Und immer sagen, ja, es ist wichtig, immer wieder reinzugucken und nachzuschauen, ob wie das läuft, warum es läuft. Und gerade wenn es gut läuft, ist es wichtig, das zu hinterfragen, um diesen Fluss aufrechtzuerhalten. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Es ist halt nicht nur wichtig, die schlechten Dinge zu hinterfragen, warum, sondern gerade wenn es gut läuft, muss man wissen, warum läuft es gut und was kann ich tun, damit es immer wieder gut läuft. Und ganz, ganz wichtig. Meine Mutmaßungen, so, also ich versuche das momentan so aufrechtzuerhalten, die funktionieren ganz gut. Und selbst die kleinen Abrutscher, die ich momentan mal habe, das sind ja Ausrutscher wirklich nur von halben Tag oder von einem Tag oder sowas. Und das ist ja keine depressive Episode. Das ist ja gar nichts. Ne? Das ist ja von der Phase ganz zu schweigen. Ne? Das ist ja, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Nichts ist das. Das ist ja gar nichts. Ne? So, mal gucken. Wir sehen uns am Mittwoch wieder.
Es ist nicht so, dass mir die Themen ausgehen, aber es ist einfach momentan so, dass ich einfach so viel zu tun habe, dass ich mich um einige Sachen gar nicht kümmern möchte, was die Themen anbelangt, weil ich dann denke, ach komm, lade es dir jetzt nicht so sehr auf. Vielleicht kommt das doch irgendwann nochmal. Aber naja, es geht mir momentan einfach gut. So ist es halt. Tut mir leid. Tut mir total leid. Es geht mir momentan einfach gut. So. Ach so, und eins, ich habe schon ganz viele Leute ja, Kommentare hinterlassen wegen des Solo-Programms und wo ich dann auftreten könnte. Also könnt ihr noch mehr machen, also weil meine Agentur nimmt das dankbar an und kümmert sich um alles Mögliche. Und da wird es noch einige Auftritte geben. Aber wie gesagt, es wird ein bisschen dauern, weil es ist ja nicht so, dass man irgendwo anruft und sagt, kann der gute Mann nächste Woche bei euch auftreten, sondern es dauert dann schon noch ein halbes Jahr, bis dann irgendwas passiert. Kleine Häuser natürlich nur, es gibt ja nicht irgendwie, ich kann ja nicht in der, ne, hier Dortmunder Westfalenhalle vor 10.000 Depressiven auftreten. So viele Depressive gibt es ja gar nicht. Wobei in Dortmund könnte ich mir das schon vorstellen. Oh, okay. Wir sehen uns. Am Mittwoch wieder. Ne? Und jetzt muss ich weitermachen. Ihr müsst wahrscheinlich auch weitermachen. Mittwoch und das Wetter ist schlecht. Also von daher. Bis bald. Tschüss.